Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ghost Recon Breakpoint. So, ich bin ja jetzt hier immer noch auf der Suche nach Rosebud. Ey, was ist das denn für ein geiler Baum hier? So. Mal gucken, wo sind denn hier mal überall Gegner? Fertig hast du gleich bekommen. Wie? Ach, Scheiße. Ach, Kacke. Ja, okay, gut. Nun gut. So, warte mal ganz kurz. Mal wieder umstellen. So, ist das jetzt hier die Verstärkung da, der Hubschrauber? Dann ist das aber eine ganz schlechte Verstärkung. Ja, okay, gut. Verdammt, die Drohne wurde entdeckt. Na, okay, gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Gut, da der Hubschrauber ja weg ist, kann ich jetzt auch hier wieder meine Sniper nehmen. So, jetzt aber mal eine Frage. Woher wussten die jetzt, wo ich eben gerade bin? Das Ding schlug ja immer in der Nähe ein. Woher wussten die das? Okay, warte mal. Warte mal hier. Oh, warte mal, hier sind, ist er schon einer, der Infos hat. Hallo. Ich suche jemanden. Sie ist gefährlich. Eine Scharfschützin der Wolves, Rosebud. Sie macht Jagd auf Überlebende. Irgendwas von ihr gehört? So viel kann ich dazu sagen. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen, um diesen Ort zu finden. Natürlich weiß ich, wo Sie danach suchen könnten. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, untersuche. Okay, da muss ich hin. Habe ich jetzt schon mal ein konkretes Ziel? Das ist ja schon mal was. So, warte mal. Ach du Scheiße. Ja,
Alle okay? In meinem Sektor scheint niemand zu sein. Aufmerksamkeit. So. Aber die Verstärkung, die der andere angefordert hat, wo ist sie denn jetzt nun? Okay, hier im Gebäude ist noch ein Affe drin. Okay. So, das alte Spiel eben wieder, ne? Ihr kennt das ja. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Wow, 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 wow. So nicht, Jungs. Legt sie um. Tötet sie alle. Okay, gut. Da läuft noch irgendwo so ein scheiß Scharfschütze rum. Der hat mich eben gerade... Und weg. Und weg. Konzentriert euch und macht sie kalt. Okay. Gut, den habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, den Typen. Holt sie euch!
Okay, den treffe ich von hier nicht. So. Also hier in den Gebäuden sind noch unter Garantie Feinde. Okay, hier waren eben gerade noch rote Flecken. Wo sind die jetzt abgeblieben? Wahrscheinlich waren es so automatische Geschütze, die jetzt die aktiviert worden sind. Hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Den Generator platt machen. Nee. Da muss ich jetzt glaube ich wieder einen runter, weil... Ah ja, da, da hinten, da drüben. Wir konnten entkommen. Sentinel ist hinter uns her. Eine davon, die sie Rosebud nennen, verfolgt uns. Ich habe sie schon vorher mit Herzog gesehen. Sie ist eine Art Superscharfschütze und erlegt einen von uns nach dem anderen. Der Rest der Flüchtenden und ich sind zu Anchor Point in Wild Coast unterwegs. Bitte, wir brauchen Hilfe, aber Vorsicht. Ich glaube, die Scharfschützin hat irgendwo in Wild Coast ein Versteck. Eine super Scharfschütze. Jetzt habe ich aber Angst. Alles klar. Gut, natürlich ist da kein kein Biwak in der Nähe. Okay, hier. Gut. Gut, das weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Aber ich will erst mal kurz was anderes machen. Ich will mal kurz nach oben aufs Dach. Weil. Warte mal, irgendwo. Muss hier noch eine Treppe nach oben sein. Okay, dann sacken wir uns erstmal hier Loot ein. Denn ich bin der Meinung, hier oben auf dem Dach war der Scharfschütze, der mir da ein-, zweimal einen eingeschenkt hat. Wo ist hier das Treppenhaus, um nach oben zu kommen? Ach, ja, hier außen. Oh, warum komme ich denn jetzt hier nicht rüber? Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du Infos? Nein, hast du nicht. Ach, jetzt komme ich hier nicht runter. Gut. Weil ich nämlich mal ganz kurz das nochmal gucken möchte, oben auf dem Dach. Der große böse Wolf bin ich. Der große böse Wolf. So, einmal die Kiste nehmen wir hier nochmal mit. So.
Ja, aber die Flugabwehrgeschütz. Und hier war der Scharfschütze. Oder, ja. So, was ich jetzt gerne machen möchte, ist... ob es vielleicht... ach, ne, schade. Schade, ich dachte, du wirst da vielleicht irgendwie ein, dass wir da jetzt mit dem Fernglas irgendwie noch ein Biwak, dass das hier vielleicht ein Biwak gewesen ist, aber, oder das hier zumindest, aber. Na, okay, gut, dann reisen wir einfach da jetzt mal hin. So, wo bin ich denn jetzt eigentlich genau genommen? Hier, gut. Nein, will ich nicht. Na, okay, gut. Lass ich nicht erinnern. Gut, dann holen wir uns das mal einen Hubschrauber. Und dann gattert hier los. Ach, warum denn nicht? Warum wird jetzt der blöde Fallschirm nicht geöffnet? Naja, egal. Draufgeschissen. Ach, man muss an der Kante ja stehen bleiben und den Space gedrückt halten, damit er diesen Sprung macht. Vergesse ich immer wieder. Oh ja, egal. So, verdammte Tat, wo lande ich denn jetzt mal am besten? Warte mal. Latsch voll gegen die Felsen. Okay, hier ist jemand gestorben. So, warte mal, wie weit ist das noch? 390 Meter knapp. Besonderen Vorkommnisse. Roger. Ruhe.
So, warte mal. Ich muss das in die Richtung, ja, gut. Dann laufen wir mal in die Richtung. Mir fällt gerade ein und auf, ich habe hier noch nie ohne Schalldämpfer rumgeballert. Ich weiß gar nicht, wie die Waffen sich anhören, wenn man ohne Schalldämpfer schießt. Ja, ist schon krass. Ah, das hat hier sogar Wärmebild. Bringt mir nur nichts. Okay. Vielleicht. Hey. Ich suche nach einer Gruppe Zivilisten, die auf der Flucht sind. Sie hätten sich hier treffen sollen. Irgendwas gesehen? Das ist alles, ich schwör's. Haben Sie eine Idee, wie ich an diesen Ort komme? Ich kenne da einen Ort, an dem Sie vielleicht fündig werden. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Okay. Alles klar. Eine Gruppe von Leuten versteckte sich in einem Gebäude im nördlichen Teil des Dorfes. Untersuchen Sie Anchor Point Station, um die Überlebenden zu finden. Naja, dann wollen wir doch mal. So, warte mal. Da hinten sind auch noch irgendwelche Feinde. Oh, warte mal ganz kurz. Da fällt mir gerade ein, ich habe hier 7 Punkte jetzt mittlerweile schon. Verdammte Tat. So, aber ist eigentlich egal, was ich jetzt hier nehme, weil spielt eigentlich keine Rolle. Ja, um jetzt hier ranzukommen, muss ich nämlich alles hier freischalten. Absolut einfach alles. Auch die Sachen hier alle unten. Also es ist im Grunde genommen völlig schittigall, was ich jetzt hier alles nehme. So, warte mal, aber ich muss jetzt immer noch 6 Gegner mit der Kampfgeisttechnik platten. So.
So. Den soll ich jetzt plätten? Okay. Warum nicht, ne? Wenn er so ein böser Bub ist. Gut. Na, ja, nun komm schon. Okay, einige Überlebende sind Sentinel entkommen. Sie sind in den Wald nordwestlich von Anchor Point Station gegangen. Okay. So, warte mal, wie viel sind das da jetzt? Ach, nur 4. Okay, interagieren, ja, so wie. Gut. Alles klar. Die Typen hat zerlegt. Du-dai, dum-di-dum-di-dum-di-dum, du-dai, du-dai-dai. So. Alles in der Welt ist das jetzt mein Problem. Ghosts, Wolves. Jungs! Thank you.
Ich hab durch eine irakische Sprengfalle mein Gehör auf dem rechten Ohr verloren. Der Job macht mich kaputt. Aber ich kann mir nichts anderes vorstellen. Hier ist niemand. Wer wäre auch so dumm? So. So, da wollen wir mal da interagieren. Also irgendwie habe ich so richtig Bock drauf, die Rosebud umzulegen. So. Jetzt muss ich ja nochmal in den Wald rennen. Okay, dann rennen wir da mal hin. Und dann halten wir so einen kleinen Klüngschnack mit den Leutchen nicht. So, wo sind jetzt die Leute denn jetzt? Er schien plötzlich und verschwand wieder, bevor wir schießen konnten. Er muss ein toller Rieger gewesen sein. Leck mich. Wir haben dann noch 20 Minuten gesucht. Plötzlich tritt Rourke in was rein, das ihm fast das Bein ist. Eine Art Bärenfalle, aber selbst gebaut. Ist das dein Ernst? Lass es ein Angriff! So. Ja, nun, aber wo sind denn jetzt nun die Leutchen? Ah, da steht jemand. Aha, mit ihr muss ich reden. Ihnen passiert nichts. Hey, herkommen. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Bitte nicht schießen. Ganz ruhig. Ich will Ihnen helfen. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, Sie gehören zu denen. Ich dachte, Sie wären zu zweit hier draußen. Waren wir. Ich meine, wir sind zusammen entkommen. Aber es war einfach zu viel. Ich wollte mich verstecken, aber meine Freundin hat das nicht ausgehalten. Sie ist den Wolfs hinterher. Ein guter Plan, wenn man sterben will. Das war ihr egal. Sie dachte, es sei eh alles verloren. Können Sie ihr helfen? Bitte. Sie lief in Richtung Lake Balkington. Bitte finden und retten Sie sie. Ich tue, was ich kann. Tausend Dank. Wie jetzt, bitte? Siehst du, wie jetzt? Moment. Zu Fuß? Von hier? Nach da? Echt jetzt? Ist die irre? Oh Mann. Ja, aber da will ich nicht hin. Da will ich auch nicht hin. Ja, nee, da muss ich ja jetzt wohl hier hin, ne? Ja. Gut. Okay, warte mal. Ja, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Ob ich das jetzt hinkriege. Yeah,
ich hab's geschafft. Hat mir nichts gebracht. Alter, was ist das denn hier schon für ein... Also die Gegend hier, die kenne ich doch. Hier war ich doch schon. Ja, Moment, war das nicht die Gegend, wo ich den einen Konvoi? Wo ich dann noch überfahren worden bin? War das hier nicht irgendwie der Konvoi? Mit so einem Konvoi war das denn nicht irgendwie was? Ja. Ach, das sind zwei. So. Die Typen hat es zerlegt. Ach du Scheiße. Ach, du grüne Neune. Das lassen wir doch mal lieber. Ne, das lassen wir. Das lassen wir. Aber was mit Ziege? Okay. Hab alles.
hier die Moon. Sie stellen hier auch Drohnen her. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Wir müssen diese Scheiße mit 10 Jahre alter Technik erledigen. Du kannst mir nicht erzählen, dass die uns nicht ein paar von diesen Motoren zuschieben könnten. Wir könnten die modernste Armee der Welt sein. Ja. Ich bin mit einem Kumpel in der Fabrik im Gespräch. Ich will, dass sonst einen Abzweig... Oh, ihr habt... So, aber... Ich meine, dieser kleine Felsen da drüben. Das kann doch jetzt nicht der Unterschlupf sein, du. Da steht die ganz alleine hier rum. Echt jetzt? So, und hier gibt es jetzt auch kein Boot. Okay, gut, dann muss ich da rüber schwimmen, ne? Hi. Zurück, sonst lege ich sie um. Hey, ganz ruhig. Ich tue ihnen nichts. Ich bin hier, um sie zu retten. Ich kann nicht mehr vor diesen Leuten davonlaufen. Jemand muss sie aufhalten. Ja, und dieser jemand bin ich. Diese Leute sind gefährlich. Überlassen Sie das einem Profi. Gut, ich weiß eh nicht, was ich hier tue. Sie müssen Rosebud aufhalten. Sie müssen sie töten. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Wir sitzen hier in der Falle und das weiß sie. Also lässt sie sich Zeit, die kranke Schlampe. Sie ist in ihrem Lager, nordwestlich des Sees. Wahrscheinlich, um Nachschub zu holen. Aber sie kommt bald wieder, keine Frage. Gut, dann warte ich auf Sie. Laufen Sie zurück zu Ihrer Freundin. Und dann gehen Sie beide nach Arrow. Da sind Sie sicher. Ich beende das hier. Ja. Verdammte Tat! So, jetzt weiß ich nur nicht. Ah, ich hätte das Gespräch auch abbrechen können, ne? Ach, jetzt muss ich nochmal mit ihr reden. Ja, okay, gut. Hi. Kein Grund zur Sorge. Zurück, sonst lege ich sie um. Hey, ganz ruhig. Ich tue ihnen nichts. Ich bin hier, um sie zu retten. Ich kann nicht mehr vor diesen Leuten davonlaufen. Jemand muss sie aufhalten. Ja, und dieser jemand bin ich. Diese Leute sind gefährlich. Überlassen Sie das einem Profi. Gut, ich weiß eh nicht, was ich hier tue. Sie müssen Rosebud aufhalten. Sie müssen sie töten. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Wir sitzen hier in der Falle und das weiß sie. Also lässt sie sich Zeit, die kranke Schlampe. Sie ist in ihr... Alter, wollt ihr mich jetzt hier echt verarschen?
Na, wie geht's? Zurück, sonst lege ich sie um. Hey, ganz ruhig. Oh, ich tue ihnen nichts. Ich bin hier, um sie zu retten. Ich kann nicht mehr vor diesen Leuten davonlaufen. Jemand muss sie aufhalten. Ja, und dieser jemand bin ich. Diese Leute sind gefährlich. Überlassen Sie das einem Profi. Gut, ich weiß eh nicht, was ich hier tue. Sie müssen Rosebud aufhalten. Sie müssen sie töten. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Wir sitzen hier in der Falle und das weiß sie. Also lässt sie sich Zeit, die kranke Schlampe. Sie ist in ihrem Lager, nordwestlich des Sees. Wahrscheinlich, um Nachschub zu holen. Aber sie kommt bald wieder, keine Frage. Gut, dann warte ich auf Sie. Laufen Sie zurück zu Ihrer Freundin. Und dann gehen Sie beide nach Erewhon. Da sind Sie sicher. Und was haben Sie vor? Ich beende das hier. Danke. Vielen Dank. Okay, wo ist denn jetzt nun mal Ihr Unterschlupf? Okay. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann diese Rosebud aus der Entfernung mit dem Scharfschützen der Gewehre umhauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Scheiße. Alter, der hat gesessen. Scheiße. Ach, Kacke. Okay, gut, das muss ich mir mal einen Überblick hier verschaffen. Da ist einer. Warum markiert er den denn jetzt hier nicht? Na, endlich. Ach, Scheiße.
Ach, Kacke. Das wird nichts. Die Blätter sind da im Weg. Nein, ich wollte mich doch hier hinpacken. So. So. Scheiße. So, der Typ, wo ist der denn jetzt hier? Der hier rumlabert. Ach, da. Nachrücken. Zielperson ist in. Alter. Verdammt nochmal, ey. Gut. Arschloch. Jetzt noch ein Scharfschütze. Schon mal dabei sind. So, aber jetzt muss ich erstmal die Scharfschützen nehmen. Die muss ich jetzt erstmal loswerden. Okay. So. Einer weniger.
und noch einer weniger. Gut. Rosebud ist tot. Nur leider so, warte mal jetzt. Hier ist noch ein Schaufel. Warte mal, der eine Scharfschütze hier, der... Ah ja, der ist ja gleich hier. Den kann ich jetzt leider nicht richtig sehen. Gut, hat er doch funktioniert. Warte mal, hier war doch noch einer, ne? Gut. So, eigentlich brauche ich doch jetzt hier gar nicht mehr großartig hier rumeiern. Muss das irgendwie noch da drüben hinkommen. Als ich im Irak war, habe ich nie zu Hause angehört. Ich musste mich auf den Einsatz konzentrieren. Der Scheißjob hat mir zwei Ehen gekostet, aber ich kann nicht aufhören. Was? Wofür mein Herz wirklich fällt. Besser mal nachsehen. Scheiße.
ist alles ruhig. Okay, hier ist auch alles ruhig. Was auch immer hier drauf ist, muss wichtig sein. Bei mir ist nichts los. Autsch. So, aber wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Ne? Tja. Naja, egal. Ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.